Agregio Pavani. Im Keller sind 6 Flaschen davon. Ich musste ihn immer Daenerys Gästen ausschenken. Er sagte, mein Aussehen mache ihnen Angst. Und das hat er genossen. Ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern es sie abschrecken sollte. Ich deute das mal als Kompliment. Ein Glück, dass ich mich noch immer an den kleinen Dingen erfreuen kann. Wisst ihr, ihr hättet mir vorher ruhig ein Glas anbieten können. Es ist noch genug da, wenn ihr wirklich etwas möchtet. Der Erbauer bewahre. Wie solltet ihr denn dann eure Wände umgestalten? Ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Sagt, wolltet ihr niemals nach Ferelden zurückkehren? Ich habe hier ein neues Leben angefangen. Und das ist alles? So leicht könnt ihr es hinter euch lassen? Wir sind vor der Verderbnis geflohen und haben getan, was wir konnten. Hättet ihr vielleicht etwas anderes getan? Nein. Ehrlich gesagt habe ich genau das auch getan. Bitte verzeiht. Es ist natürlich euer Leben, aber es klingt einfach so vertraut. Habt ihr vor, weiterhin hier zu leben? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber vorerst ist es hier ebenso gut wie an jedem anderen Ort. Ich würde nach Saharan zurückkehren, wenn ich könnte. Aber dort gibt es für mich kein Leben. Ist das der Ort, von dem ihr stammt? So wurde es mir erzählt. Ihr wart also noch jung, als ihr es verlassen habt? Möglicherweise. Ich nehme an, ihr könntet euren früheren Meister aufspüren. Ich denke, er ist nach Minrathis zurückgekehrt. Allerdings wage ich mich nicht in die Nähe der Stadt, solange er noch am Leben ist. Nein, es ist besser darauf zu warten, dass er seine Festung verlässt. Dann kann ich den Kampf aus einer gesicherten Stellung führen. Wenn dieser Tag kommt, erwarte ich nicht, dass ihr mir eure Hilfe anbietet. Ich würde sie allerdings auch nicht ablehnen. Ihr seid schon ziemlich lange auf der Flucht, oder? Seit inzwischen 3 Jahren. Daenerys hat die Möglichkeit, mich aufzuspüren. Vielleicht durch die Zeichen, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer es ihm gelingt, er braucht nie lange, um meine Spur zu finden. Dies ist das erste Mal, dass ich ihm einen Grund gegeben habe, sich zurückzuhalten. Ich nehme an, eine große Gruppe hat wohl gewisse Vorteile. Ich könnte mich natürlich irren, aber für mich klingt das, als wolltet ihr hierbleiben. Wir werden sehen. Ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr mir gegen die Jäger geholfen habt. Ja, das solltet ihr. Hätte ich geahnt, dass mir Anzu eine so fähige Frau schickt, hätte ich ihn eher mit der Suche beauftragt. Ihr klingt, als würdet ihr gleich nach einem Darlehen fragen. Nun, dieses Anwesen hätte tatsächlich ein wenig Instandhaltung nötig. Vielleicht sollte ich mir vor eurem nächsten Besuch ein paar Komplimente überlegen. Das könnte gewiss nicht schaden. Besteht ruhig darauf, aber Vicomte Dumas empfängt niemanden. Wenn ihr Neuigkeiten über Seamus habt, werde ich sie weiterleiten. Gut, dann sagt Dumas, dass meine Späher die Spur des Jungen und seines Entführers bis zur verwundeten Küste verfolgt haben. Ich jage sie jetzt mit einer ganzen Kompanie und erwarte dann bei meiner Rückkehr die Übergabe der Belohnung. So viele für einen einzigen Kunari. Ist das nicht übertrieben? Vielleicht ist er ein Telvershoth. Die Winters überlassen nichts dem Zufall. Geht mir aus dem Weg! Ja, was ist denn? Ich war wohl nicht die Einzige, die den Aushang gesehen hat. Sieht so aus, und ich bedauere das zutiefst. Wie ich den anderen schon sagte, Vicomte Dumas Sohn Seamus wird vermisst. Wir vermuten, dass ihn ein Kunari entführt hat. Wenn ihr euch daran versuchen möchtet, ihn
unbeschadet zurückzubringen, bitte. Ich habe den Winters und ihren gewalttätigen Methoden keinesfalls Exklusivität zugesichert. Es gibt sicher Vermutungen darüber, warum der Junge verschwunden ist. Warum? Was habt ihr gehört? Nichts. Bis jetzt. Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Er ist verschwunden und es wurde ein Kunari gesehen. Die einzig mögliche Komplikation wäre, dass Seamus bekannt ist für seine mitfühlende Seele. Er könnte an allem selbst schuld sein, aber dennoch ist er damit in Gefahr. Die Kunari in der Stadt sind friedlich. Bittet ihren Anführer um die Rückgabe des Jungen. Der Arishok hat erklärt, das gehöre nicht zu seinen Aufgaben. Ihre Rebellen, die Telvishoth, werden anscheinend ohnehin gejagt. Für das, was sie sind, nicht für das, was sie möglicherweise getan haben. Das ist für Seamus nicht gerade günstig. Wäre das keine Aufgabe für einen Gardisten? Es gibt ja Bedenken wegen der Außenwirkung. Wie kommt Dumas Gegner könnten das als Eingeständnis einer Kunari-Bedrohung werten, da immerhin die Stadt aktiv wird. In diesen Zeiten steht man lieber vor dem Volk als vor dem politischen Gegner schlecht da. Legt die Belohnung schon mal zurecht, der ist bald wieder da. Ihr dürft das gerne ankündigen, aber die Belohnung bekommt derjenige, der ihn unversehrt zurückbringt. Ihr könnt das auch mit den Winters ausdiskutieren. Solltet ihr sie treffen. An der verwundeten Küste. Monsieur, hört bitte auf, gegen die Wand zu treten. Wer bist du, dass du so mit mir sprichst, du mieser Bauer? Wie könnt ihr es wagen? Ich bin Hauptmann der Wache. So lasse ich mich nicht verräterische Hure. Ihr hättet euch nicht einmischen sollen. Ich werde euch hängen lassen und vierteilen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Wir sind auf größere Schulden bei zweifelhaften Personen gestoßen. Ein schlechter Charakter. Aber ihr, Evelyn Villain, habt eure Loyalität und euer Können unter Beweis gestellt. Die Wache verdient etwas Besseres als ihn, Messer. Wohl wahr. Der Vicomte wäre sicher dafür, dass ihr eure Ansätze weiter ausbaut. Ihr werdet die Aufgaben des Hauptmanns übernehmen. Was? Im angemessenen Zeitrahmen, versteht sich. Vorher erhaltet ihr Ausbildung, werdet geprüft. Das dauert Monate. Aber wer sollte besser den Respekt wiederherstellen als die Frau, die diese Peinlichkeit aufgedeckt hat? Klärt sämtliche noch ausstehenden Verpflichtungen, Gardistin. Ihr werdet sehr beschäftigt sein.